Hört ihr die Trommeln? Seit Wochen rüsten die Burnham Raiders zum Kampf. Doch auch die Ritter von Novelmore ruhen nicht. Tag und Nacht haben sie im Angesicht ihres Schweißes geschuftet, um ihre Burg auch gegen den stärksten Eindringling zu wappnen. Wahrsagerinnen munkeln von einem Hoffnungsstreif am Himmel. Und so mancher Seher sagt ihnen einen glänzenden Sieg voraus. Doch als alter Kriegsveteran sage ich euch, prüft die Fakten, denn auch das beste Bauchgefühl kann trügen. Corby, bist du bereit, Licht ins Dunkeln zu bringen, Verborgenes sichtbar zu machen und die Geheimnisse der großen Burg von Novelmore zu lüften? Auf die Schachteln mit Gebrüll! Lasse das Unboxing beginnen! Fanfaren! Welch gigantische Burg! Dagegen gleicht ein Drache der Burnham Raiders einer winzigen Maus. Über solch eine große Festung herrscht nur einer. Der edelmütige König John. Strengste Regeln und eine große Demut für Traditionen zeichnen ihn aus. So manch einer munkelt, dass es Zeit für einen Führungswechsel und König Johns Sohn Prinz Arwen ein würdiger, aber moderner Erbe wäre. Und in der Tat, der junge Prinz Arwen ist ein wirklich unternehmungslustiger, weltoffener Bursche. Nicht selten wird er auf einer heimlichen Tour in der Stadt zu Füßen der Burg gesichtet. Immer an seiner Seite, sein bester Freund, der findige Dario da Vinci. Es heißt, er tüftle in einer geheimen Werkstatt an neuen Erfindungen. Wenn König John davon wüsste, Fortschritt ist dem traditionsbewussten König stets ein Dorn im Auge. Ah, da ist ja König Johns treuer Gefolgsmann, Lord Francis Forthwind, der oberste Ritter des Ritterordens. Fortuna sei Dank, erweist sich dieser ältere Herr als ein eher fauler Zeitgenosse mit einem Hang zu märchenhaften Ausreden. Am liebsten verbringt er seine Zeit gemütlich hinter den hohen Burgmauern. Sicher unter dem Schutz von König John, der mit wachsamem Blick vom höchsten Turm der Burg über ganz Novelmore herrscht. Tief unter ihm, im Fuße des Turms, befinden sich nicht nur das Verlies, sondern auch die geheime Werkstatt von Dario da Vinci. Schon so mancher Gefangene der feindlichen Burnham Raiders hat hier lange Tage und finstere Nächte verbracht, während Dario hier unten an den unglaublichsten Dingen tüftelt. Schafft die Wasserpfeile auf den Seilzug und hau ruck hoch auf den Turm! Was meinst du, Corby? Werden die Burnham Raiders die große Burg erobern und die Herrschaft über Novelmore an sich reißen? Nur, mein Junge, davon musst du mich erstmal überzeugen. Die Burnham Raiders gelten als eine äußerst streitlustige und starke Bande mit mächtigen Katapulten. Oha! Diese festen Tore bieten wirklich in Sekundenschnelle vortrefflichen Schutz. Oh, eine imposante Vielzahl an Geschützen. Da hat der sonst so friedfertige König John aber gehörig nachrüsten lassen. Oder ist das dem jungen Prinz Arwen zu verdanken? Der nächste Angriff der Burnham Raiders lässt sicher nicht mehr lange auf sich warten. Diese Burg hat es in sich, ganz gleich, von welcher Seite sich die Burnham Raiders nähern werden. Novelmores Ritter schützen die Burg wie ein Adler seinen Horst bis zum letzten Mann und Pfeil. Verflixt, Corby, hier könnte ein Burnham Raider heimlich hinter die Burgmauern vordringen und üblen Schaden anrichten. Wie genial ist das denn? Und schwupps, wäre der Burnham Raider im Verlies. Doch auch die Burnham Raiders sind nicht zu unterschätzen. Vielleicht finden sie ja einen Ausgang am Verlies. Sitzt an der einen oder anderen Stelle das Mauerwerk nicht etwas locker? Wohin Fortunas Glücksrad sich auch neigen wird. König John, Lord Francis Forthwind, Prinz Arwen und Dario da Vinci sind gut gegen den nächsten Angriff der Burnham Raiders gewappnet.
Nun, Corby, ich verspreche dir, mein Mund ist versiegelt. Kein Wort über Burg Novelmores Stärken und Geheimnisse wird an die Burnham Raiders über meine Lippen dringen. Aber es juckt mich doch in meinen alten, gichtgeplagten Fingern. Zu gerne würde ich herausfinden, was die Festung der Burnham Raiders zu bieten hat. Wird ihre Festung einem Gegenschlag der Ritter von Novelmore standhalten? Sei nächste Woche dabei, wenn wir einen Blick an diesen Ort des Feuers, der Schmiede und Kampfkunst werfen. Darauf die Fanfaren! Novelmore, spiel das Abenteuer!